So, auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Ich nehme noch einen Schluck. Heute ist ja dynamisch zu sein, ist ja was Gutes und ist immer von Vorteil. Genau. Aber es gibt ein ganz ziemlich dröges Thema, zum Stichwort Dynamik. Das ist bei Versicherungsverträgen. Bei ganz vielen Versicherungsverträgen gibt es eine Klausel der Dynamik. Habt ihr in euren Verträgen vielleicht auch schon mal gelesen und euch gewundert, was ist das? Die Dynamik gibt es gewöhnlich bei Lebensversicherungsverträgen oder privaten Rentenverträgen oder kapitalgebundenen Lebensversicherungen, aber auch bei Berufsunfähigkeitsversicherungen zum Beispiel. Was ist Dynamik? Dynamisch ist, wenn was passiert. Und bei Versicherungsverträgen ist es so, dass sich jährlich, die Dynamik greift jährlich gewöhnlich, dass sich jährlich entweder euer Beitrag, euer Monatsbeitrag oder Jahresbeitrag erhöht um einen bestimmten Prozentsatz oder die Beitragssumme, die ihr versichert habt oder auf die ihr zuspart. In Lebensversicherungen zum Beispiel werden ja Beitragssummen vereinbart, was weiß ich, von 50.000, von 100.000 und die steigen dann eben jährlich, ohne dass ihr etwas tun müsstet, um teilweise um 5%, also ich kenne Verträge mit 3%, ich kenne Verträge mit 5%, mit 10%, 10% ist viel, aber es gibt auch viele Verträge, die tatsächlich mit 10% Dynamik versehen werden. Und wenn eure Beitragssumme am Jahresende eben steigt oder zur Vertragslaufzeit um 10% zum Beispiel steigt, dann merkt ihr das sofort in euren Beiträgen, euren Monatsbeiträgen oder Jahresbeiträgen. Warum machen Versicherer das? Hauptargument ist immer, damit wir die Inflation anpassen und ausgleichen. Wenn ihr schon die ganze Zeit dabei wart, seit Januar, wir haben ja über Zinsen und wir haben über Inflation gesprochen. Die Inflationsrate liegt zurzeit bei 2%. Das heißt, wenn wirklich dieses Argument das Hauptargument wäre, 5% oder 10%, um die Inflation auszugleichen, stimmt das Argument nicht ganz, denn wir haben eine Inflation von 2%, dann würden also 2, 3% locker reichen, aber nicht 5 oder 10%. Dieses Inflationsargument ist das Hauptargument und da ist mit Sicherheit auch was dran. Gerade bei den Berufsunfähigkeitsverträgen können in den Anfangsjahren die Dynamiken gut und gerne auch mitgenommen werden von euch. Also ihr könnt dem quasi abnicken am Jahresende, ihr müsst da nichts zu machen, das läuft automatisch durch. Aber wenn ihr 10% zum Beispiel Dynamiken vereinbart habt, ist das unglaublich viel. 5% geht noch, aber 10% ist wirklich eine Stange Geld. Und die Frage ist dann, warum wurde nicht gleich von Anfang an eine höhere Summe an Beitragssumme zum Beispiel ausgewählt oder an der Berufsunfähigkeitsversicherung? Denn der andere Punkt, das eine ist, dass ihr höhere Beiträge zahlt und eure Versicherungssumme höher wird und beim Berufsunfähigkeitsversicherung, dass die ausgezahlte Summe im Falle einer Berufsunfähigkeit eben höher wird. Der andere Punkt ist, immer wenn ihr dieser Dynamik, dieser Erhöhung nicht widersprecht, und ihr einen höheren Beitrag zahlt, dann bekommt derjenige, der euch die Versicherung verkauft hat, ein Versicherungsmakler oder die Bank oder was weiß ich, MLP, die ganzen Strukturverträge, derjenige, der euch die Versicherung verkauft hat, bekommt ein Stückchen Provision. Also die Erhöhung eures Beitrages fließt euch nicht komplett zu, sondern ein Teil davon fließt an den Verkäufer, der euch eben die Versicherung verkauft hat. Das heißt, ihr bezahlt ihm oder ihr jährlich ein Einkommen mit der Erhöhung eures Beitragssatzes. Das steht nicht dabei. Ihr denkt, ihr habt den Vertrag abgeschlossen, die Vertriebs- und Provisionskosten sind abgegolten. Nein, sind sie nicht. Durch die Erhöhung wird laufend an den Verkäufer ein Betrag X von eurer Erhöhung weitergegeben. Das heißt, eure Versicherung erhöht sich eben nicht um den Betrag, die angesparte Summe, sondern um einen deutlich niedrigeren Betrag, also nicht um die 5%. Das müsst ihr wissen. Was macht ihr jetzt mit diesem Wissen? Bei Berufsunfähigkeitsversicherungen kann es in den Anfangsjahren, wenn ihr niedrig gestartet seid, schon sinnvoll sein, die Summe tatsächlich
zu erhöhen zu lassen, aber bestimmt nicht mit 10 oder 12%. Genau, ich habe auch Verträge schon gesehen mit 12%. Was ihr machen könnt, dass ihr diesen Erhöhungen widersprecht. Ihr kriegt dann ein Schreiben von dem Versicherer, unbedingt drauf gucken, lesen. Ihr kriegt jedes Jahr, wenn ihr im Vertrag eine Dynamik vereinbart habt oder wenn da eine vereinbart ist, kriegt ihr jedes Jahr ein Schreiben. Hier, erhöhen die Dynamik, ihre Beiträge steigen und ihre Beitragssumme steigt, deswegen buchen wir mehr Geld ab. Das heißt, eure Beiträge, die ihr zahlt, werden auch immer höher und ihr kalkuliert ja eigentlich mit dem gleichbleibenden Beitrag. Das zieht euch nämlich auch Liquidität ab. Also, ihr könnt dem widersprechen. Wenn ihr dieses Schreiben kriegt, könnt ihr dem widersprechen. In der Regel könnt ihr zweimal widersprechen, also 2 Jahre nicht die Erhöhung mitnehmen. Und wenn ihr im dritten Jahr die Erhöhung, die Dynamik wieder mitnehmt, bleibt die Dynamik drin erhalten. Ihr könnt sie also pausieren lassen, wenn ihr der Dynamik widersprecht. Das müsst ihr aber aktiv tun. Da müsst ihr euch hinsetzen, schreiben, ein Schreiben aufsetzen an den Versicherer. Hiermit widerspreche ich der Dynamik für dieses Jahr. Und dann bleibt euer Beitragssatz der gleiche. Okay, das könnt ihr zweimal machen und im dritten Jahr könnt ihr das ja wieder mitnehmen, zum Beispiel. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung könnt ihr überlegen, ob ihr das jährlich macht. Aber wenn ihr euch schon so quasi auf der Zielgerade eures Arbeitslebens befindet, sagen wir mal, eure Berufsunfähigkeitsversicherung läuft bis 60 oder 62, 63, dann solltet ihr in den letzten Jahren die Dynamik komplett rausnehmen, in den letzten 5 Jahren. Wenn ihr dreimal der Dynamikerhöhung widersprecht, wird sie gelöscht, ne? Also wenn ihr dreimal widersprecht, wird sie rausgenommen aus dem Vertrag und dann kann sie aber auch nicht wieder eingesetzt werden. Also einmal die Dynamik erloschen, immer erloschen. Ne? Was auch noch immer ein Argument ist für diese Dynamiken ist, zu sagen, ja, wir fangen mit einer niedrigen Summe an und dann kriegst du halt später immer eine bisschen höhere, weil du Dynamik drin hast und die Beiträge steigen und die Beitragssumme. Und dann machen wir auch keine neue Gesundheitsprüfung, wenn die Beiträge eben ansteigen. Ja, das sind die Argumente, ist auch bestimmt was dran. Aber ihr merkt, ich bin nicht so eine Freundin von diesen Dynamiken. Sie haben in Teilen ihre Berechtigung, aber diese Sache, dass der Verkäufer, der Versicherungsverkäufer immer wieder ein Stückchen von unserem Geld bekommt, das ist irgendwie nicht wirklich einzusehen, weil die Provisionen sind vorher eigentlich schon geflossen und die Beiträge sollen ja in den Vertrag reinfließen und nicht schon wieder damit dafür verwendet werden, dass jemand anders ein quasi passives Einkommen hat in seinem Leben. Das halte ich auch für eine Fehlkonstruktion. Was ihr anders machen könnt, zum Beispiel, es gibt sogenannte Netto-Policen, die kriegt ihr bei Honorarberatern. Da werden solche Dynamiken häufig nicht vereinbart, da wird eine richtige Summe vereinbart, die ihr dann auch ansparen wollt, weil wenn man eine private Rentenversicherung vereinbart oder eine Lebensversicherung oder so eine fondsgebundene, wo ich sowieso keine Freundin von bin, ne? Aber wenn man das vereinbart, dann sollte man sich auch wirklich Gedanken machen, ist das die Summe, die ich brauche, die meine Rente stützt oder meine Rentenlücke schließt? Und daraufhin sparen, denn ich habe schon eine Frau gehabt, die hatte eine Dynamik, glaube ich, von 10% drin und die hatte innerhalb von 20 Jahren ist der Beitragssatz, der monatliche Beitragssatz so stark angestiegen, dass sie dann 800 Euro in diese Versicherung einzahlte. Also ich meine, ich habe euch ja vom Zinseszinseffekt erzählt, der schlägt natürlich immer bei Zinserhöhungen natürlich auch zu Buche, denn im ersten Jahr die Dynamik 10% auf den Beitragssatz, dann wird ja die im nächsten Jahr wieder 10% auf diese Beitragssumme ja wieder drauf berechnet. Ne? Also es wird ja eben, die Dynamik wird ja immer wieder mit dynamisiert. Das heißt, da kommt auch irgendwann eine Exponentialfunktion rein, ganz klar in die Beiträge, die wir in unsere Versicherung zahlen. Und natürlich kommt die Exponentialfunktion ist auch bei der Provision, ist genau das Gleiche. Und die Leistung für uns
sinkt dann quasi in der Versicherung. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen chaotisch, aber das ist so. Die Dynamik ist ein Prozentsatz, also steigt euer Beitrag unglaublich in die Höhe ab einer gewissen Zeit und es wird auch viel mehr an Provisionen tatsächlich abgeführt aus dem Vertrag. Also Dynamik wirklich durchdenken, in den Anfangsjahren okay mitnehmen, aber keine Summen irgendwie um 10%, das braucht wirklich kein Mensch und auch keine Frau und auch kein Mann. Genau, wenn ihr da unsicher seid bei diesen Dingen, nehmt sie zweimal raus und macht sie das dritte Jahr wieder dabei. Und wenn ihr wirklich unsicher seid, die Verbraucherzentralen rechnen euch die Verträge durch und beraten euch da auch in diesen Dynamikfragen. Aber ihr müsst da auch keine Wissenschaft draus machen. Ihr müsst nur wissen, dass sich eure Beiträge dadurch erhöhen und auch die Summen, um die es geht. Und dass aber das nicht komplett bei euch in die Verträge reinfließen, sondern auch immer noch jemand anders sich davon Geld abzieht. Ne? Und ihr euch nicht wundern braucht, dass eure Beitragssummen doch nicht so schnell ansteigen, wie ihr euch das denkt, weil ihr doch viel Geld reinzahlt. Ein anderer Punkt noch, wenn wir noch bei den Kosten von Verträgen sind, wenn ihr es schafft, bei Versicherungsverträgen vielleicht jedes Vierteljahr zu zahlen, anstatt jeden Monat, könnt ihr auch ein bisschen Kosten sparen, weil die Versicherer monatlich, wenn ihr monatlich immer reinzahlt, ein Tickchen höher, also ein bisschen mehr von euch Gebühren verlangen, als wenn ihr es zum Beispiel in einer Summe zahlt oder nur zweimal im Jahr. Ne? Und ihr wisst ja, Prozente letzten Endes, je niedriger die Kosten bei euren Sparverträgen, bei eurer Vermögensbildung, desto mehr springt für euch raus. Ne? Ist klar. So, das war das Wort zum Freitag von der Geldfrau. Ihr habt jetzt alle zugehört, ganz schweigend. Keiner fragt irgendwas oder so, habe ich euch so überfahren. Gebt mal Daumen hoch oder runter. Ich weiß, es ist ein dröges Thema, aber es gehört auch dazu. Es ist so ein ganz kleines Thema, aber ich bin mir sicher, ihr habt, wenn ihr Versicherungsverträge habt, habt ihr auch eine Dynamik drin stehen. Also bei Hausratversicherung in der Regel ist es dann nicht so, bei der Haftpflichtversicherung auch nicht, also meine nicht, weil bei der Haftpflicht liest man bestimmte Summen ab, da gibt es keine Dynamiken. Ich danke euch. Okay, ihr habt einfach zugehört und prima. Ich weiß, das ist ein komisches Thema, aber ich werde sehr häufig tatsächlich gefragt, wenn wir uns über Renten- oder Lebensversicherung, private Lebensversicherungsverträge unterhalten, was ist denn überhaupt eine Dynamik? Also deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil es so ein Thema ist, worüber man eigentlich so nicht spricht, aber was wir alle ja irgendwie auch kennen. Ne? Ich danke euch für eure Herzen. War es ein gutes Thema. Okay, dann ich entlasse euch gleich in den Freitag. Was? Jetzt sehe ich gerade in meinem Plan, ich wollte euch ja was über Inflation erzählen am nächsten Montag, aber ich habe euch doch schon was über Inflation erzählt. Das ist interessant. Okay, dann muss ich mir noch was anderes für euch ausdenken oder ich vermische es nochmal. Das habe ich beim Zins erzählt, da habe ich schon was über die Inflation erzählt. Aber vielleicht mache ich es doch nochmal extra, weil Inflation ist ein wichtiges Thema. Und ich habe euch doch schon was über Inflation erzählt, sagt mein Kinder. Ich kläre das. Wir sehen uns am Montag. Ich habe wieder ein spannendes Thema für euch. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Luftschloss, auch du bist wieder da, das ist schön. Ihr haltet mir die Treue. Wunderbar. Also wir sehen uns am Montag. Mit welchem Thema auch immer. Vielleicht mache ich nochmal Inflation, aber vielleicht mache ich auch was anderes. Okay? Ihr könnt ja auch einen Wunsch äußern. Ne? Es gab schon einige Wünsche. Vielleicht mache ich auch einen Wunsch. Okay? Also, genau. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch auch ein ganz schönes Wochenende.